Ja, am Friedhof ein bisschen die Zeitlosigkeit. Also ich finde da immer Ruhe innerlich. Aber wenn man die Namen so liest, die meisten kenne ich ja nicht, aber den Volodymyr, so heißt ja ein Präsident Zelensky, das ist glaube ich der mit dem Vornamen, oder auch die sehr früh gestorben sind, hier eine 1960 Geburtsjahr, da fragt man sich ja auch, ob das Leben schöner oder nicht so schön war. Und hier haben wir die Gräber, möchte ich jetzt da vielleicht nicht, aber da die großen Bäume verleihen hier auch, und die schöne katholische Kirche, die heute schon mehrfach geläutet hat, auch die evangelische Kirche, das ist gar nicht so schlecht. Also ich habe ja eine Distanz zum christlichen Glauben aufgebaut, und dass hier so viele Spatzen zu hören sind, da kann auch niemand was dafür, aber für nicht viel Verkehr. Da fahren viele jetzt in den Schwarzwald hinein sonntags, Kurzausflug und dann eine Wanderung oder mit dem Motorrad oder so, das ist halt sonntags. Der Rentner, wir beiden Rentner könnten ja auch unter der Woche hierher kommen, und dann sind weniger Leute hier. Mich stört das nicht, weil mir hängt das ein bisschen vom Wetter ab. Kurze Hosen bei 20 Grad, das ist der Fall. Und der Löwenzahn ist schon sehr weit, wie Sie sehen. Da ist gleich mein Schatten drauf, deswegen zeige ich das mal. Das ist am 14. April sehr früh. Ja. Gucken wir mal hier, ob wir einen kennen. Zipfel, hier ist da einer. Habe ich nicht gekannt. Und dann geht es weiter, 61, Geburtsjahr 61.